So, wir haben die Steinchen, dann können wir eigentlich. Können wir denn hier irgendwie... Okay. Also das X, das ist nur zum Wechseln der Ansicht zwischen Spieler und dem Ziel. Was wollte ich eigentlich wissen, wo das Tor ist? Genau, wofür wir die Steine jetzt haben. War da? Gab es da nicht auch ein Symbol für Geistertor? Ja, eigentlich schon. Ah, Geistertore mit 2 Steinen und mit 4 Steinen, ja. Sehe ich jetzt aber gerade nicht. Und da ganz rechts geht es auch irgendwo lang, ja? Das ist interessant. Das ist in der Tat interessant. Können wir vielleicht bei Zeiten nochmal besuchen oder so. Eine gute Frage, ob wir hier beliebig hin und her wandern können zwischen den Regionen. Das weiß ich noch nicht. Oder ob man sowas jetzt abschließen sollte halt, ne? Naja. Gut, wir brauchen aber irgendwie einen Plan. Wir könnten mal weiter nach rechts gehen und dann da nach oben und da links oben mal versuchen... Ja, irgendwie weiter hochzukommen. Das könnten wir mal testen. Also. Erstmal rechts. Und sobald die Gegner nicht mehr im Blickfeld sind, spawnen sie einfach. Das können wir auch noch mitnehmen. Ja, es gibt sogar ganz gut. Ganz gut Fähigkeitenpunkte, diese komischen Lampen da. Hier ist das Tor. Warum wird es nicht angezeigt? Oder sehe ich irgendwas nicht? Zoomen, navigieren, zurück. Kartenlegende. Die kann ich zwar einblenden. Da ist kein Tor angezeigt. Okay. Ah, und durch das Tor müssen wir auch, um da hinzukommen, wo ich hin wollte. Gut, dann passt es ja wunderbar. Ausgezeichnet. Sesambrötchen. Gut. So. Das ist ja gar nicht so nett, das Ding da. Schaffen wir das irgendwie? Mit ein bisschen Timing. Mit ein bisschen Timing. Ja. Es passt. Und wir haben direkt wieder einen Stein. Ja, da bin ich mal echt gespannt. Ich muss ja sagen, also zunächst einmal, ich finde es eigentlich ganz geil, dass wir jetzt vielleicht mal so ein Spiel spielen, weil die letzte Zeit war eigentlich ziemlich sehr horrorlastig, horrorspiellastig hier auf dem Channel. Das ist einfach mal ein bisschen was anderes. Andererseits muss ich sagen, es ist eigentlich nicht so mein typisches Genre, aber ihr wisst ja, wie es ist. Ich bin ja sowieso nicht der typische Gamer. Von daher, ja, seht ihr schon, dass ich wahrscheinlich auch so ganz gut verkacken werde. So oder so ganz gut failen werde. Aber an sich finde ich es ganz gut, mal ein bisschen was anderes auszuprobieren. Kann man auch mal machen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie gut sich dieses Spiel für eine Aufnahme eignet, aber einfach mal machen, oder? Fast wieder in die Stacheln gelaufen, natürlich. Einfach mal machen, mein Gott. Muss ja auch nicht jedes Spiel irgendwie das Mega-Highlight überhaupt werden. Kann ja einfach mal so zum Spaß spielen. Es soll, ja, die Möglichkeit besteht, tatsächlich einfach mal zum Spaß zu spielen. Das war ja auch so meine Motivation hier eigentlich für den ganzen Channel und so. Einfach so mal wieder etwas zocken. Okay. Guckt ja eh keiner. Guckt ja hinterher eh keiner. Oh, da links unten ist so ein Steinchen. Ist ja eh ein bisschen mau mit den Views. Von daher, hey, ich habe nicht viel zu verlieren. Aber umso mehr freue ich mich, dass du jetzt gerade zuschaust natürlich. Selbstverständlich. Also wirklich. Müsst ihr mir schon glauben. Oh, ich bin gestorben. Oh, da hätte ich aber mal zwischenspeichern können. Ja, das werde ich auf die harte Tour lernen müssen. Auf jeden Fall. Und wir haben einen Fähigkeitspunkt. Ja, können wir an sich mal machen, aber ich will jetzt erstmal wieder zurück da. Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück, genau.
Dann mache ich mir da einen Speicherpunkt, dann können wir vielleicht auch mal in die Fähigkeiten reingucken. Ah, ist jetzt echt ein bisschen blöd. Ja, ja, wir sind ziemlich weit zurückversetzt worden. Behalten wir denn dann unsere Fähigkeiten und so bei? Ich will's mal hoffen, dass das nicht zurückgesetzt wird bis vor dem kompletten Status, vor dem letzten Speichern quasi. Ja, von wegen. Och nee. Okay, das hat sich gerade erledigt. Wir müssen das nochmal mit der Karte machen. Ah je. Okay. Ja, sorry, aber das muss man natürlich erstmal lernen. Das muss man echt auf die harte Tour lernen. Dass man einfach speichern muss. Ansonsten ist auch der ganze Kram weg. Ja, Es ist heutzutage ja eigentlich auch eher gang und gäbe, dass man sich da überhaupt nicht mehr drum kümmern muss, ne? Ja, ja. Auf jeden Fall. Dass man da manuell speichern muss. Ich finde es an sich ganz gut. Da hat man halt mehr Möglichkeiten, sich irgendwo mal eben schnell einen Checkpoint zu machen oder so. Aber man muss dran denken, ja. So, wir haben zwei Steinchen wieder gut. Das geht jetzt ja auch relativ schnell. Kein Problem. Hier können wir noch ein bisschen leveln, weißt du? Gut. Das nehmen wir auch noch mit. So. Und jetzt sind wir schon wieder beim Tor. Ausgezeichnet. So, Seelenverbindung ist bereit. Ja. Hier trifft es sich eigentlich ganz gut. Guck mal, hier können wir auch noch was kaputt machen. Hier trifft es sich doch eigentlich hervorragend, mal einen Punkt zu machen. So, ein Pünktchen. Geistermagnet, die meisten Sammelobjekte werden von Ori angezogen. Ja. Warum eigentlich nicht? Gerade hier unten in den niedrigeren Stufen können wir ja vielleicht einfach mal ein bisschen in die Breite gehen. Kann man machen. Boah. Okay, so, dann haben wir da wenigstens einen Speicherpunkt. Dann brauche ich mir hier nicht so krass Sorgen machen, dass ich gleich sterbe. Nein. Fast wäre es schon wieder so weit gewesen. Naja, jetzt habe ich nur noch ein Pünktchen. Das heißt, wir werden gleich sterben. Gut. Das geht ja echt gut los. Hier, ich hätte gern das da. Das da hätte ich gern. Au. Wir haben es offenbar noch nicht eingesammelt. So, aber wenigstens haben wir jetzt wieder volle Energie. Ah, hier kann man auch ein bisschen Pause machen. Ah, so. Dann gehe ich hier erstmal hoch. So. Und dann, hüps. Hüps, ja, es geht. Und hüpf. Vor allem, ich spiele jetzt auch mit Controller. Da muss ich mich natürlich auch zusätzlich noch ein bisschen dran gewöhnen. Oder wieder mal dran gewöhnen. Ich spiele halt nicht oft mit Controller. Obwohl bei so einem Spiel bietet es sich ja schon ziemlich an. Es ist jetzt nicht so wie die First-Person-Shooter mit dem Controller zu spielen, natürlich. Ja, tatsächlich. Also dieses Spiel mit Maus und Tastatur, ich weiß nicht. Was war das denn? Oh nein. Ah, Mann, die blöden Stacheln. Alter, wie dumm. Es ist so unnötig. So extrem unnötig, deswegen zu sterben. Hier. Ja, wenn man sich nicht ganz blöde anstellt, dann geht das hier ja auch wunderbar. So. Kann ich denn hier vielleicht einfach, weil wir es können. So, ja, weiter, ne? Warten einen Moment ab und go. Jo, läuft. Gut. Der Stein, den wir brauchen, der war da weiter oben, ne? Ja, da links oben, glaube ich. Jo. Hier. Aber so. Das brauchen wir gerade nicht hier. Den hätte ich gern. Können wir denn hier schon wieder speichern? Ja.
Es geht eigentlich recht schnell mit dem Aufladen und so. Das ist hier so ein bisschen kritisch. Von daher ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht. Jupp. Funktioniert. So, hier müssten wir easy rüber, ne? Ja. Alles klar. Ah, da ist ja auch noch einer. Ha, ja, ja. Au, 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 au. Geh weg da. Einmal so und weiter. Gut. So, aber drei werden nicht genug sein, ne? Nee, wir brauchen vier. Ja, blöd. Wo, boah, wo könnte denn hier noch ein Schlüsselchen sein? Ach, da ist eins. Okay, das war, das war sehr effizient. Okay, cool. Das war easy enough. So, wenn wir, wenn wir das jetzt hier noch irgendwie schaffen würden. So, nein, 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 nein. So, 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 ja, 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 ja. Gut, dann kann ich das öffnen. Geil. Gut, wo sind wir denn? Oh, da oben irgendwie. Aha. Hm, interessant. Mal gucken, ob uns das gleich zu Hohlhain führt oder... Hm, wir haben davon auch schon 2%. Gehört das jetzt vielleicht irgendwie dazu? Das könnte sein. Das könnte sein. Das bedeutet allerdings dann auch, dass wir da unten noch relativ viel erkunden könnten. Interessant. Hintergrund ist ja krass. Fehlgeleiteter Wille. Kann ich da noch irgendwas machen? Bevor wir da weitergehen. Ah, hier ist auch nur wieder so ein Ding. Ja, das werden wir noch nicht machen können irgendwie. Es sind noch Tore, wo wir nicht durchkommen. Hm. Entsprechend kommen wir vielleicht auch nicht, ne, überall hin, weil da waren ja teilweise auch so ein Tore oder zumindest eins. Ja, ja, wir sind jetzt da oben einfach. Gut, 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 gut. Und nun? Ja. Ja, jetzt geht's los. Ori, der Geisterbaum. Er muss seine letzte Kraft genutzt haben, um dich zu retten. Okay. Sollen wir uns jetzt schuldig fühlen? Komm jetzt und hör dir unsere Geschichte an. Es war die Nacht der Lichterzeremonie. Es war unser Licht, das sie hasste. Kuro hat also sein gestohlen. Du hast das Licht des Geisterbaums empfangen. Er hat unser Schicksal in deine Hände gelegt. Na, großartig. Ja, das ist also jetzt der Vertrag hier, ja, der Pakt. Hör jetzt gut zu, denn du musst dies verstehen. Der Geisterbaum gab den drei Elementen des Lichts Kraft. Und im Gegenzug sorgten sie für Gleichgewicht und warten Nibel in Sicherheit. Drei Elemente des Lichts. Gut. Das sind drei Elemente.
Das Element des Wassers hoch oben auf dem Ginsobaum. Das Element des Windes tief in den Elendsruinen. Das Element der Wärme unter den Flammen des Horubergs. Um Nibel wieder zu altem Glanz zu verhelfen, müssen wir ihr Licht erneut entfachen, bevor es zu spät ist. Das erste finden wir hinter der Spinnenhöhle, auf einem Baum, wo einst das Wasser floss. Aha. Dornensumpf. Ziel, finde den Geisterbaum. So, da sind wir, da müssen wir hin. Ah. So läuft das hier also. Na gut, muss man sich erstmal ein bisschen zurechtfinden. Also hier, ne, ist jetzt quasi noch unerreichbar, ist jetzt nicht irgendwie hin teleportieren oder so. Apropos teleportieren, das sollen wir ja auch irgendwie machen können. Ich weiß jetzt nicht, ob wir schon Teleporter freigeschaltet haben. Ist das hier? Ja, hier, das ist ein Teleporter, genau. Neues Ziel, findet den Ginsobaum. Ja, also genau, muss man erstmal rausfinden, dass es hier eine zusammenhängende Welt und so ist. Ja. Aber wir könnten jetzt, da oder dahin teleportieren. Ah, so können wir jetzt also, wir probieren es mal aus, zur Waldsenke wieder. Das ist ganz praktisch, wenn die Welt irgendwann ziemlich groß ist. Ne? Genau, und dann sind wir hier. Ja, und jetzt mit dieser neuen Fähigkeit, genau. Ja, hier mit dem Wandklettern, da können wir jetzt hier hoch. Das ist cool. Ori, diese Statue kommt mir bekannt vor. Ich habe sie zuvor schon einmal gesehen. Ja, vorhin, als ich es erwähnt habe. Aber vorhin war sie hinter meiner Webcam versteckt, wahrscheinlich. Vielleicht habe ich ja irgendwo anders hingetan. Mal gucken. Sie fanden das zu Hause. No. Des Kindes, das unser Licht empfing. Ich glaube, diese Texte lese ich nicht vor, oder? Diese Stimme ist so geil, diese grollende. Ich erinnere mich an sie, also diese hier schon. Vor vielen Jahren, als der Geisterbaum noch ein Sprössling war, sorgte Naru, die Junge, für uns. Naru, die Junge, ne? Wann immer sie konnte. Gut. Sehr lieb. Sehr lieb. So, und was erwartet uns hier? Die Schwarzwurzelgänge. Das sind also die Schwarzwurzelgänge, die wir ja schon gesehen haben. Was? Oh, ich habe nur eine Energie. Oh, das ist nicht viel. Aber wenn ich hier speichere, dann werden wir aufgeladen. Das ist ganz gut. Sehr, sehr gut. Kann ich das überspringen? Ja. Ja, also ich hoffe mal, dass da jetzt das gleiche stand wie eben. Jetzt fängt auch wieder diese Story an. Okay. Kann ich die überspringen? Nee, ich kann Pause machen. Gut, dann müssen wir noch einmal gucken. Naru, die Junge, genau. Dann kann ich ja bei der Gelegenheit hier nochmal einen Speicherpunkt machen, damit wir uns das nicht jedes Mal angucken müssen. So, und wir versuchen es nochmal. Mit etwas mehr Energie. Hier ist es verdammt dunkel. Hier ist es echt ziemlich finster. Gut, Schwarzwurzel und so. Ach so, und genau. Jetzt müssten ja die Gegenstände zu uns fliegen. Das sah eben schon ganz gut aus. Was? Alter. Okay, ich glaube, es war nicht vorgesehen, dass wir da sein sollten. Dass wir da sind, war nicht vorgesehen. Und hier kommen wir wirklich nicht hoch, ne? Ne. Scheint nicht zu funktionieren.
Dann probieren wir eben mal Folgendes hier nämlich. So. Ja, 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 ja. Hier kann man nur raten. Kann man nur raten, wo man hin soll. Ja, irgendwie. Ja, ja. Man muss sich irgendwie so von Licht zu Licht hangeln, ja. Eieiei. So, können wir denn da rechts irgendwas machen? Irgendwas Sinnvolles? Nee, ah, da kommen wir gar nicht hin. Au! Ey, wie gemein! Wie gemein ist das denn? Ja. Yeah. Hm. Ich frage mich gerade, ob wir vielleicht eine Fähigkeit kriegen können, um uns Licht zu machen. Uns wenigstens ein bisschen Licht zu machen, weil dann sollten wir das vielleicht verschieben. Diese Aktion, was wäre das denn? Stichflammeffizienz, Kosten der Stichflamme, Luftsprint, Seel... Was? Ultra Seelenverbindung, ja klar. Wasseratmung. Effizienz, nee, was haben wir hier? Geistermagnet, sowas vielleicht eher. Kartenmarkierungen. Vitalitätseffizient, Geistermagnet, Energieeffizienz, was? Effizienz. Fähigkeitenmarkierung, Geistereffizienz, Lebensmarkierung, Energiemarken, Gespür. Was haben wir hier unten? Das sind eher so Waffen, ne? Funkenflamme, Stichflammenbrand, Streuflamme, Lichtstrahl. Ich glaube, das ist auch eher Waffe. Stampfer, das klingt mir alles nicht so danach. Hilft es denn etwas, wenn wir hier... Wenn wir schießen, dachte ich, aber... Naja, es bringt auch nichts. Einmal versuche ich es noch. Ansonsten... Ansonsten gehen wir erstmal woanders hin. So, irgendwie... Hier. Ja. Ja, man darf einfach davon ausgehen, dass überall, wo es nicht beleuchtet ist, einfach böse und kacke ist, weil da Stacheln sind. Ah. Genau so ist das nämlich. Okay, da geht es nicht entlang. Was ist das hier? Auch wie so eine Art Tor? Oder... Au. Ja, so viel dazu. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, Mensch, ist es denn wahr? Das sind hier keine Stacheln in der Nähe. Zur Abwechslung mal nicht. Haha. Das ist der Boden, wo wir eben... hingeplumpst sind. Kommen wir da hin? Ja. Ah, Mist. Oh, ist mir gerade echt ein bisschen zu fies irgendwie. Und überhaupt, ich glaube, ich werde an dieser Stelle erstmal ein kleines Päuschen machen. Ich werde mal gucken, ob irgendwie aus diesen Aufnahmen hier was geworden ist. Ich habe hier auch in Optionen entsprechend ein bisschen was eingestellt, von wegen Musik und so ein bisschen leiser gemacht. Ich muss mal schauen, ob die Lautstärke auch gegeneinander jetzt einigermaßen gepegelt ist und so, oder ob die Aufnahme total kaputt ist, weil alles zu laut ist oder so. Ich weiß es noch nicht genau. Das werde ich mir jetzt erstmal angucken und dann sehen wir uns das nächste Mal hoffentlich wieder. Ja, bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Macht es gut und tschüss.